den Abend mit uns zu verbringen. Wir beginnen den Abend mit einem kurzen Trailer des Films, den Walter Veltroni über Enrico Berlinguer gemacht hat. Der Film heißt C'era Berlinguer, ist auf Italienisch, aber die Bilder sprechen für sich und wir dachten uns, das gibt eine Stimmung für den Abend, sich in diese Bilder hineinzuversenken. Und wir beginnen daher jetzt gleich mit dem Trailer. Schönen Abend und danke, dass ihr da seid. Era un commissario. Francese? Non lo so. Non l'ho nemmeno studiato, quindi è colpa del sistema scolastico. Uno che parlava col cuore, credeva nella politica, con la P maiuscola. La cosa che le dà più fastidio sentir dire di lei? Che sarei triste. Perché non è vero. Quella leggerezza, no? Quelle ossa piccole, no? Quel sembrare quasi sempre che i vestiti ti stanno sempre grandi. Siamo un partito comunista. Siamo un partito comunista. Diverso. Quel concetto di diversità mi andava bene. Un italiano su tre vota comunista. La democrazia cristiana prima o poi si dovrà decidere a fare i conti col partito comunista e con l'insieme delle forze della sinistra. Noi abbiamo questo assillo di evitare che si crei una spaccatura nel popolo italiano e nello schieramento politico italiano, in quanto riteniamo che questo può essere un fatto molto pericoloso per le sorti della democrazia italiana. Era una persona integerrima, timida ma col martello. Non fu mai incudine Berlinguer. Era il massimo di quello che un democratico può desiderare. È una parola che non mi ha mai fatto paura, la parola comunista, a me in Italia, perché l'associo con quella faccia, con quelle parole, con quell'onestà. Klaus Bumberger ist da. Klaus ist, ihr könnt ja jetzt dann gleich hier Platz nehmen, würde ich sagen, obwohl wir dann noch einen Clip kurz sehen werden. Klaus Bumberger ist da, er ist der Übersetzer dieses Buches. Er arbeitet im Zivilberuf als Personaler bei einem großen österreichischen Industrieunternehmen. Er ist auch Historiker und auf sehr intensive Art und Weise mit der italienischen Geschichte, Kultur, Politik verbunden und eigentlich auch derjenige, der mit anderen dafür gesorgt hat, dass es überhaupt möglich geworden ist, dass dieses Buch auf Deutsch erschienen ist. Klaus, wunderbar, dass du da bist. Und rechts von mir sitzt Alisa Wengerova. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja. Alisa Wengerova ist Sprecherin der Jungen Linken, die sich selbst versteht als kommunistische Jugendorganisation, hat ihre Ursprünge in der grünen Jugendorganisation, wenn ich das nicht ganz falsch in Erinnerung habe. Nein? Nein. Diese Abspaltung von den Grünen, der jungen Grünen, die hat nicht zur Gründung von euch geführt? Doch, also ja. Die ursprünglich von Junge Linke liegen ja in den jungen Grünen, aber ich selber war... Ja, okay, genau. Ja. Ich meinte sozusagen der Organisation. Aber ja, das ist ja schon mal interessant, dass sozusagen eine Jugendorganisation mit Leuten, aber nicht alle, die sozusagen aus der grünen Bewegung gekommen sind, dann zu einer kommunistischen Jugendorganisation geworden sind. Und das ist natürlich auch ganz wesentlich für unsere Debatte. Fühlt man sich da in den Fußstapfen eines Eurokommunismus? Was hat der heute noch zu bedeuten? Kennt man Berlinguer? Okay, das wird mir heute noch mehrmals passieren. Berlinguer noch, hat er noch etwas zu sagen? Das ist natürlich auch diese Perspektive, würde ich gern im Gespräch auch mit Alisa hier
ihn sozusagen anschneiden. Wer nicht hier ist, was uns sehr leid tut, ist Chiara Valentini. Sie ist die Autorin dieses Buches. Sie konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht reisen, hat uns aber eine Art von Grußbotschaft geschickt und ich bitte um die diesen Clip. Care amiche, cari amici, mi spiace molto che la mia salute mi impedisca di essere oggi con voi, innanzitutto per ringraziare le fondazioni che hanno lavorato a questa presentazione e per ringraziare insieme a loro la casa editrice Verlag e coloro che, attratti dalla figura di Berlinguer, hanno voluto compiere la fatica della traduzione. I cari amici Klaus Pumberger e Cristiana Dondi, mi sembra che questa traduzione tedesca del mio Berlinguer sia giunta in un momento in cui si può vedere la singolare attualità di un pensiero maturato tanti anni fa in una situazione internazionale, politica ed economica non solo diversa, ma opposta a quella che adesso ci preoccupa e ci angoscia. La guerra fredda di cui parla il titolo tedesco è finita con la piena vittoria di uno dei contendenti, e cioè gli Stati Uniti e gli alleati occidentali. Ma oggi, anziché la pace e la prosperità in cui speravamo, siamo tornati in Europa in una situazione di guerra per colpa dell'aggressione russa all'Ucraina. Tuttavia, la realtà di oggi non è inaspettata, perché ha origine nella paurosa ripresa del nazionalismo russo in atto da tempo. Non era dunque sbagliata la linea di politica internazionale perseguita da Willy Brandt e da Olaf Palme, a cui anche Berlinguer faceva riferimento. Verrà poi in Berlinguer, verso la fine precoce della sua vita, la particolare sensibilità verso le nuove correnti di pensiero ecologista che indicavano la necessità di cercare una via d'uscita dalla crisi ambientale. E verrà un suo interesse crescente verso la nascita di un femminismo che poneva sotto accusa il maschile e il patriarcato come valori assoluti. Fu questo il tempo di una sua polemica severa contro una pericolosa concezione dell'autonomia della politica, confusa con l'assenza o con la ignoranza di ogni principio morale. Noi vediamo oggi quanto l'esigenza d'autonomia dell'Europa sia urgente e si vada facendo strada anche rispetto alla necessità di porre termine alla tragedia bellica che stiamo vivendo, che sta travolgendo il popolo ucraino e non solo, a cominciare dai più deboli e colpisce crudelmente persino l'infanzia. E sentiamo contemporaneamente tutta l'urgenza della pace anche per poter affrontare i rischi che sovrastano la nostra specie a causa del disastro ambientale. Certamente Berlinguer non deve essere mitizzato. Era un uomo politico del suo tempo, con i limiti che questo comporta. Ma non è solo per affetto che mi pare importante ricordarlo. Questo strano compagno, come lo definisce il titolo dell'edizione tedesca, mi pare che abbia ancora molto, molto da dirci. Ja, ich bin da jetzt versucht, danke Chiara zu sagen, aber sie kann uns ja leider nicht hören, aber vielleicht kannst du ihr das bestellen.
Klaus, also wir wollen ja hier über die Person Berlin-Quers sprechen, wir wollen ja das Buch vorstellen. Wir haben es alle gelesen, damit haben wir im Großteil wahrscheinlich des Publikums was voraus und wissen damit auch mehr über die Person, als man so im Durchschnitt weiß, nehme ich mal an, viele werden gar nichts wissen. Deswegen möchte ich sozusagen beginnend mit dem Klaus, der ja der Übersetzer ist, ein bisschen sozusagen die Figur auch versuchen herauszuarbeiten. In der Spannung auch zur italienischen Politik als Ganzes. Das ist ja jetzt schon mal ein eigentümlicher Fall, der jetzt für Europa nicht so alltäglich war, dass die italienische kommunistische Partei immer schon anders war, ein bisschen als die kommunistischen Parteien anderer Länder. Stärker im Volk verankert. Togliatti war eine andere Figur, der große Anführer der Kommunisten. Sie waren die zentrale Partei der Linken. Wie sehr hat das Berlin-Quer in seinen jungen Jahren schon auf eine Spur gebracht, die dann den späteren Berlin-Quer produziert hat? Ja, es war natürlich genau so, wie du sagst, dass eben die kommunistische Partei dann schon eben durch den Widerstand auch gegen den Faschismus eine bedeutende Rolle eingenommen hat. Wobei man da zwei Dinge hinzufügen muss. Berlinguer kommt überhaupt nicht aus einer traditionellen kommunistischen Familie. Er hat auch keine, wie er das ja auch immer gesagt hat, auch als er dann Generalsekretär wurde, er hat auch keine kommunistisch-heroische Geschichte auf seinem Rücken. Er kommt aus einem großbürgerlichen Haus, aus einer großbürgerlichen Familie auf Sardinien mit aristokratischen Wurzeln, die nach Katalonien reichen. Und diese Prägung dieses einerseits großbürgerlichen Hauses, das auch prominente Positionen dort besetzt hat im Pressewesen. Sein Großvater hat eine bis heute der zwei wichtigsten Zeitungen gegründet auf dem juristischen Gebiet. Und sie waren gleichzeitig immer antifaschistisch. Also er ist in dieser Punkt. Und der Weg hin zu dem kommunistischen Funktionär, der er dann wurde und der auch einerseits, wie ich immer betone, auch ein typischer Funktionär war mit einer typischen Laufbahn. Aber da war vorher der erste Kontakt, und das finde ich an dem Buch auch sehr schön beschrieben, der erste Kontakt war von Berlinguer, der eben in diesem großbürgerlichen Haus aufwächst, der um die Mitte mit 14, 15 eine schwere Krise durchlebt, weil seine Mutter gestorben ist, die also jahrelang schwer krank war, und wo er also dann in eine rebellische Phase kommt. Und in dieser rebellischen Phase ist der erste Kontakt nicht mit kommunistischen Funktionären, auch nicht mit Jugendfunktionären. Es sind ganz einfache, unter Anführungszeichen normale, kommunistisch gesinnte Arbeiter, die er auf seinen Streifzügen, die er mit seinem anarchistischen Onkel, dem schwarzen Schaf in der Familie, eben da in den Spelunken von Sassari, eben auf der Insel von Sardinien macht. Und erst dann beginnt langsam dieser Weg zum kommunistischen Funktionär. Und mich hat ja immer interessiert, und deshalb auch dann bin ich da vertieft in diese Übersetzung, die ich ja nicht alleine gemacht habe, sondern hier ist meine Partnerin, die Christiana Donde. Wir haben das angefangen und zu Ende gebracht in meinem italienischen Unterricht bei ihr. Das wusste ich nicht, sonst hätte ich sie natürlich mitgegrüßt. Ja. Wieso ist es bei ihm nicht geblieben, bei diesem typischen Funktionär? Er war eben ein typischer Funktionär, aber er war auch anders. Und das ist ja auch dann in dem Titel, der übernommen worden ist, dann auch in der italienischen Presse, von der US-amerikanischen Presse, die ihn als un strano compagno bezeichnet haben. Und das strano hier wurde es als seltsam übersetzt. Wir haben lange gerungen. Wir haben uns dann, was ja auch das Wort, italienische Wort hergibt, für eigenartig, weil es dieses eigene für mich und diesen eigenen Weg unterstreicht. Ja. Wie ist es dazu gekommen, dass jemand auf der einen Seite aus diesem Großbürgerlichen dann ein orthodoxer, junger, kommunistischer Funktionär, er war auch
Stalin-Anhänger gläubig. Er schreibt ja beim Tod von Stalin, wir haben unseren großen Freund verloren. Wie ist das möglich, dass sich so ein Mensch dann vor das am Parteitag der KPdSU hinstellt und sagt, die Demokratie ist ein universeller Wert? Das war das, was mich angetrieben hat. Und da, finde ich, gibt das Buch sehr viele Einblicke und Antworten. Also dieser Mut auch, der ja dazugehört in Moskau, sich sozusagen als einziger offen gegen Brezhnev aufzutreten, was andere werden es vielleicht Ähnliches gedacht haben, aber sich so etwas nicht getraut hatten, obwohl er eigentlich immer ein scheuer und stiller und auch schüchterner fast Mensch war. Das ist ja auch eine interessante Geschichte. Interessant ist auch im Zusammenhang mit dem, was du vorher geschildert hast, also dass das ja eine rebellische Situation war, Brotunruhen, Hungerunruhen nach 45 oder 44 oder so, und er sitzt dann 100 Tage im Gefängnis und skurrilerweise in einem Gefängnis, das nach das Berlin-Guerre-Gefängnis heißt, weil es nach einem Vorfahren, du hast sozusagen die aristokratische Geschichte auch dieser Familie, das ist ja alles irre irgendwie. Ja? Das fand ich alles sehr, sehr, sehr spannend, weil ich mache da jetzt natürlich Sprünge, wir kennen jetzt nicht natürlich alles, aber vielleicht im Laufe der Stunde werden wir alles ein bisschen berühren. Noch eine Nachfrage, weil Chiara Valentini, glaube ich, auch Brand und Palme angesprochen hat in diesen 70er und 80er Jahren, wo man da einen neuen Weg gegangen ist, also zum DPG einerseits mit dem Eurokommunismus, linke Sozialdemokraten mit einem eigenen Projekt. Da gab es engere Verbindungen, wie war das bei Bruno Kreisky, das wäre ja an sich naheliegend gewesen, sogar von der Geschichte her, ja? Also sozusagen auch ein Großbürgerlicher, ja, der sozusagen sich am wohlsten gefühlt hat in der sozialistischen Arbeiterjugend, also da gab es ja viele Ähnlichkeiten, also außer dass Kreisky heute ein bisschen älter war. Ja, es gibt viele Analogien zwischen den beiden, vor allem auf den zweiten Blick, auf den ersten Blick weniger, weil Kreisky stand dem Eurokommunismus immer sehr skeptisch gegenüber. Es gibt da auch Interviews, die ich jetzt gefunden habe in der Zeit 1976, wo er sagt, na, entweder werden die demokratisch Sozialdemokraten oder es ist eh Schwindel. Ja? Mhm. Wobei er schon unterscheidet, Kreisky, zwischen der Situation in Frankreich und in Italien. Es ist ja auch bekannt, also ich kann mich noch gut erinnern, das war in einem dieser berühmten Ministerrat-Foyers wurde ja Kreisky angesprochen, nachdem der damalige JUSO-Vorsitzende Chab den burgenländischen Landeshauptmann der Privilegien vorgeworfen hat. Das ist auch ein interessantes Thema, das wurde hier ja angesprochen, die Bedeutung, la questione morale, die moralische Wert, den die Linke hat, und wenn sie den verliert, dann ist sie einfach nicht mehrheitsfähig. Das war ganz eine feste Überzeugung von Berlin-Guerre. Aber Kreisky hat dann auf die Frage eben angesprochen, was er denn zur Kritik sagt von den Jungsozialisten, und dann sagt er, naja, die wollen ja in Wirklichkeit eh in einer anderen Partei sein. Ja, die wollen am liebsten in der KPI sein, aber die gibt es halt hier nicht, ja. Es gibt ein einziges, Kreisky schreibt darüber selber in seinen Memoiren, es gibt ein einzig dokumentiertes Treffen, das es zwischen Kreisky und Berlinguer gegeben hat. Das hat hier stattgefunden, in diesem Haus. Meiner Meinung nach so Anfang der 80er Jahre. Interessant ist es eben, es kam nicht zu diesem Treffen wegen politischer Diskussionen, Austausch von Konzepten, sondern, und das spiegelt ein bisschen den Umgang Kreiskys, aber auch der österreichischen politischen und generell der Gesellschaft mit Vergangenheit wieder, er hat Berlin-Wehr zu einem Geheimtreffen gebeten. Ursprünglich hat er vorgeschlagen, sie mögen sich doch in Triest treffen. Berlin-Wehr hat das abgelehnt, weil er gesagt hat, da können wir uns gleich in die Auslage stellen. Also ist es hier zu diesem Geheimtreffen gekommen, und Kreisky hat vorgefühlt, was in Italien mögliche Reaktionen sein werden, wie dann ja später einige Jahre erfolgt ist, die Freilassung des Herrn Walter Reder. Kreisky, das ist sehr interessant, spricht in seinen Memoiren immer noch mit der österreichischen Bezeichnung, dass das ein Kriegsgefangener war. Er war ja ein Kriegsverbrecher und wurde ja in Italien deshalb verurteilt. Er war ja in eines der schwersten Verbrechen der NS-Besatzung in Italien beteiligt. Das war das einzige Treffen. Anders war es
mit anderen sozialdemokratischen Parteien in Deutschland, in Schweden. Und da gibt es eine wichtige Verbindung, nämlich das Europäische Parlament. Mhm. 1979 sind die ersten direkten Wahlen und Berlinguer wird dort hineingewählt. Und unter anderem auch Willy Brandt. Und dann kommt es zu dem ersten berühmten Treffen, wo Brandt also auf Berlinguer zugeht und sagt, es ist Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ja? Und Brandt war dann auch in Florenz. Also das war schon dann auch, man muss ja wissen, der Begriff Eurokommunismus als politisches, internationales Projekt war ja 1977 schon tot. Also mit dem Rückzug der Franzosen und auch der Spanier. Und dann hat sich versucht, also Berlinguer an andere Linke, insbesondere auch an die Sozialdemokratie, anzunähern und hier einen progressiven Block, könnte man sagen, zu schaffen in Europa, um gegen die immer mehr nach vorn drängenden konservativen Kräfte da Bestand zu haben. Danke. Vielleicht noch zum Mut, das ist wichtig. Er war sicher scheu, er war schüchtern. Das kommt immer das Wort in Italien, timido, wenn man über ihn redet. Aber er war zum Beispiel ein sehr, sehr mutiger Segler auf seinen Aufenthalten da in Sardinien. Das waren ja schon als Kind, waren die da ständig an einem kleinen Fischerdorf in Stintino im Nordwesten. Und das hat er sich auch beibehalten, die meisten Jahre auch in seiner Tätigkeit als Funktionär war er dort. Und das hat ihm irrsinnig imponiert, wenn er da wild segeln konnte. Ja? Also er hat sich da wirklich auch gegenüber anderen hervorgetan. Und ja, ich habe auch gelesen, das habe ich glaube ich dann woanders gelesen, dass sich dich dort auch immer getroffen haben mit verschiedensten Politikern, auch Konservative, aber auch der radikalen Linken, irgendein trotzkistischer Genosse, mit dem ich noch kannte. Und die Vereinbarung war, man redet nicht über Politik, sonst sollte man im Urlaub streiten. Das war auch, fand ich auch sehr, 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 wie hieß der nochmal, Livio Maitan, ja genau. Alisa, wir haben ja auch in diesem Film gesehen, wir haben es nicht verstanden, aber wir haben es gefühlt, gewissermaßen, dass junge Italiener und Italienerinnen gefragt sind, Berlinguer und so, und in Wirklichkeit haben sie nichts gewusst, es war irgendwie fremd. Wie hast du, also weil wir zum Beispiel gesagt haben, wir laden dich ein, dass du hier über Berlinguer redest, aber auch sozusagen darüber hinaus, hat Berlinguer dir was gesagt? Ist der eine Referenzfigur? Also so rein vom Namen her ja, aber viel mehr als das habe ich dann auch nicht mehr gewusst. Also man kennt irgendwie die Kommunistische Partei Italiens natürlich als eine der größten Parteien, die es in Europa gab. Den Eurokommunismus quasi aus der Geschichte auch, aber groß was von ihm als Person habe ich tatsächlich nicht gewusst. Also erst durch das Buch dann. Jetzt ist ja natürlich, wir haben uns ja auch etwas dabei gedacht, dich einzuladen oder jemand von euch einzuladen. Jetzt ist ja das natürlich etwas, wo man sagen würde, der Eurokommunismus müsste ja gerade für eine kommunistische Jugendorganisation, die aber fest sozusagen fest am Boden einer demokratischen Linken steht, ein ganz, ganz wesentlicher Bezugspunkt sein, der einem, dass man fast das Gefühl hat, da steht man vielleicht in den Fußstapfen, zumindest ideologisch, real, natürlich ist es ein Riesenunterschied, das ist eine Massenpartei und wir gestorben sind, sind 1,5 Millionen Menschen auf der Straße gewesen, das ist natürlich was anderes, da reden wir über andere Dimensionen, aber ist der Eurokommunismus irgendeine Form von Bezugspunkt oder ist es auch Geschichte? Ich würde sagen, generell die Geschichte ist ein sehr großer Bezugspunkt, also ich weiß nicht, ich finde allein der Prozess, wie man heutzutage Kommunistin wird, ist einfach ganz anders als damals. Also man erkennt zuerst, tut mir leid, ich bin ein bisschen heiser, man erkennt zuerst, okay, es läuft irgendwas schief, dann, also ich persönlich habe erkannt, okay, Welt ist ungerecht, bin politisch aktiv geworden, habe immer stärker verstanden, warum das eigentlich ist, dass das in den Grundlagen unseres Systems eigentlich liegt, dass die Welt so ungerecht ist und dass das System darauf aufbaut. Dann fängt man vielleicht an, Texte zu lesen, bekommt von Marx eine Antwort darauf, eine sehr detaillierte Antwort darauf, was eigentlich mit dem System schiefläuft.
aber keine Anleitung dazu, wie es anders sein kann oder wie es anders werden kann, vor allem keine Anleitung dafür, wie man zu einer gerechteren Welt eigentlich kommt. Und da steht man dann aber in einer sehr großen Geschichte. Also einerseits, also Geschichte, die sehr positive und sehr negative Seiten hat. Einerseits Geschichte von großen Massenbewegungen von ArbeiterInnen, von einer Zeit, wo eine andere Welt als der Kapitalismus tatsächlich für Leute sehr allgegenwärtig war und wo breit politisch auch darüber diskutiert wurde, dass es eine Alternative zum Kapitalismus geben kann. Und andererseits wird man natürlich bei jedem Wahlkampf oder so auf der Straße auch auf Stalin angesprochen. Und das ist auch ein Teil der Geschichte, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und ich finde in dem Zusammenhang, war es für mich auch wahnsinnig spannend, das Buch zu lesen. Und auch zu sehen, wie die Geschichte sich für jemanden, der Teil von beiden Seiten der Geschichte war, wie sich das für ihn abgespielt hat. Also, du hast es vorhin schon erwähnt, er war auch überzeugt, dass der Stalinist am Anfang. Und hat aber dann im Zuge dessen, dass er erkannt hat, okay, die Sowjetunion ist auch nicht perfekt, die UdSSR, da läuft einiges falsch in diesem autoritären System. Was es dann für die KPI bedeutet hat und wie sie darauf reagiert haben und welche Gedanken daraus entstanden sind und auch welche politische Praxis daraus entstanden sind, das ist etwas, wovon ich finde, wir uns einfach wahnsinnig viel mitnehmen können. Glaubst du, dass da eine Auseinandersetzung zum Beispiel innerhalb der Kommunistischen Partei ausreichend geführt worden ist in den letzten Jahren? Sozusagen jetzt über so Lippenbekenntnisse, ist ja klar, dass man antistalinistisch ist. Ist ja eine ganz depperte Serie, wie man sagt, die heute sagen würde, die Erde ist flach. Aber ein paar andere Sachen sind dann sozusagen natürlich heikler. Die Kommunistische Partei hier war ja gewissermaßen die härteste stalinistische Partei und eigentlich im Westen die Gegenspielerin von Berlin Guerre. Also, und hätte es ja nicht sein müssen, hat ja auch eine Weggabelung gemacht und hat ja auch große Kommunisten hier gegeben, die diesen eurokommunistischen Weg gehen wollten. Ernst Fischer, der immerhin Parteivorsitzender war, Franz Marek, ne? Ja, Franz Marek, der Dings war, schummelt sich da die KPÖ deiner Meinung nach, ich weiß ja nicht, wie viel du mit der KPÖ als Partei zu tun hast, aber schummelt sie da ein bisschen vorbei an der Auseinandersetzung darüber? Nein, das würde ich nicht sagen. Also die Auseinandersetzung hat auch stattgefunden, aber natürlich zu spät. Mhm. Also die Auseinandersetzung hat in den 90ern stattgefunden und da war es dann viel schwieriger, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, was für mich, also ich bin selber auch KPÖ-Mitglied und was für mich in dem Sinne auch spannend war, ich kenne die Geschichte der KPÖ und die Auseinandersetzung in der KPÖ mit den Verbrechen von Stalin und wie schwierig das war, weil man einfach selber als Partei sich auch große Fehler eingestehen musste, die man gemacht hat, indem man das im Endeffekt viel zu spät erkannt hat und die Auseinandersetzung auch viel zu spät begonnen hat. Genau, aber also ich würde auf jeden Fall sagen, die Auseinandersetzung hat stattgefunden, aber war viel schwieriger, einfach angesichts dessen, dass sie später war und weil man eben eigene Fehler auch eingestehen musste. Und was ich angesichts dessen dann auch ganz spannend finde, an dem, wie es in Italien gelaufen ist, ist, dass die Entwicklung eine ganz andere war. Also dass ich glaube, es ist sehr lähmend, sich erst später damit auseinanderzusetzen. Und ich finde, was man an dem Buch und an Berlinguer, das wird bei mir auch schon noch ein paar Mal vorkommen. Ich finde, was das ausgelöst hat, ist dadurch, dass man sich früher damit auseinandergesetzt hat, dadurch, dass man sofort quasi erkannt hat, dass das nicht der Weg ist, den man folgen will, hatte man Raum für Neues und tatsächlich Raum, um sich der jeweiligen Situation anzupassen, um auch zu sagen, was ist eigentlich eine kommunistische Partei abseits von der Sowjetunion. Und genau, ich glaube, das ist
Es ist ja auch, ich versuche da immer auch ein paar so Fakten von der Geschichte, mit den Menschen das ein bisschen einen Eindruck vom Buch auch haben, hineinzuflechten. Es ist ja auch total interessant, wenn man das liest. Er war ja sozusagen als kommunistischer Jugendfunktionär, das war eine Machtposition, und da warst du ja auch mit anderen mächtigen Jugendorganisationen, musstest du verhandeln. Das war ja fast eine diplomatische Schule, eine Schule der Diplomatie, und er war ja da sehr geschickt dann auch im Verhandeln mit den Ostparteien von der DDR bis zur Sowjetunion, und wenn man auch wusste, der hat keine Mehrheit, hat er zumindest geschaut, dass er das, die Entscheidung in die Länge zieht, ja? Also was ja auch sozusagen auch eine Art diplomatische Taktik ist und damit ja auch den Kommunismus, also sozusagen diesen Eurokommunismus quasi Raum gegeben hat. Ja? Total interessant fand ich, im Jahr 72 kam dann der junge Gorbatschow nach Italien, das habe ich alles nicht gewusst, ja, kam der junge Gorbatschow nach Italien und zum Pressefest, zum Lunita-Fest, und hat dann gesagt, ich hätte aber gern den Berlin quer treffen, und das war nicht vorgesehen, und der hat ihm gesagt, wie mutig er es gefunden hat und beeindruckend, dass der in Moskau sich hinstellt und Brezhnev entgegenhält. Also Gorbatschow schon 72. Ja. Also das sind so, daran sieht man auch, wie viel da drinnen steckt, auch in dieser Biografie. Wenn du das Buch liest, und ich weiß jetzt, das ist natürlich eine sehr depperte Frage, weil man muss sich dann immer entscheiden, aber was nimmst du dann, was hat dich am meisten sozusagen beeindruckt, wo du das im Sinne von, da gibt es was, was man mitnehmen kann, auch noch für heute, was ist die Aktualität? Ich glaube, es sind zwei Sachen. Zum einen die Ausrichtung der KPI als Massenpartei, was irgendwie so ein bisschen klar klingt, wenn man die Situation anschaut, aber schon trotzdem, also es ist einfach sehr viel die Rede von, also er kommt ja ursprünglich aus quasi dem Jugendverband der Kommunistischen Partei, und der hatte zu seinen besten Zeiten knapp 500.000 Mitglieder, und generell die Ausrichtung der Kommunistischen Partei als Massenpartei, nicht nur im Sinne der Zahlen, sondern auch wirklich der politischen Ausrichtung, also dass man wirklich den Anspruch hat, nicht nur irgendwie die beste Idee zu servieren, sondern wirklich Menschen zu organisieren, Menschen einzubinden in die Politik, in die man macht, war, glaube ich, etwas, was mich wahnsinnig beeindruckt hat und was wirklich einen großen Eindruck auch hinterlassen hat, vor allem, weil das der KPI auch nicht geschenkt wurde. Also die haben sich das auch aufgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg, und er war eben, also vor allem in erster Zeit in diesem Jugendverband maßgeblich daran beteiligt, und das fand ich wahnsinnig spannend. Und andererseits glaube ich anschließend an das, was wir gerade auch im Zusammenhang mit der Sowjetunion und mit Stalin geredet haben, aber auch in anderen Bereichen, tatsächlich seine Ausrichtung der politischen Strategie einfach immer im Hinblick auf die aktuellen Gegebenheiten. Also er war sich immer klar in dem Ziel, wo er hin will. Also er war auch geschulter Marxist, er wusste, Kapitalismus wollen wir überwinden, wir wollen eine bessere Gesellschaft, aber er war sehr flexibel darin, wie das ausschauen muss. Und er hat, also ich finde, das merkt man aus der Praxis, die er macht, er hat auch selber nicht gewusst, welchen Weg man da gehen muss. Das heißt aber, er war ein Realpolitiker, der wenn es das notwendig gefunden hat, auch in die Mitte gerückt ist. Dass man das als Repräsentant in einer kommunistischen Jugendorganisation toll findet, ist nicht normal. Das finde ich aber da würde ich tatsächlich, also wir haben ja vorhin auch schon über den historischen Kompromiss geredet, und ich würde tatsächlich sagen, ich würde tatsächlich nicht sagen, dass er in die Mitte gerückt ist, weil, also kann man glaube ich sehen, wie man will, aber aus dem, wie ich das Buch gelesen habe, war ich schon so, er hatte schon klar im Blick, was er will. Und er ist in seinen Zielen nicht in die Mitte gerückt. Er hat einfach erprobt, welchen Weg dahin man gehen muss. Und das war in dem, also wenn wir zum Beispiel über den historischen Kompromiss reden, also über eine Regierungszusammenarbeit mit der DC, war das schon auch einfach aus den Gegebenheiten heraus von, sie sind seit Jahrzehnten eine wahnsinnig starke kommunistische Partei, aber haben praktisch keinen Handlungsspielraum im Land. Und wie kann man da quasi drüber hinwegkommen? Und da hat er Sachen ausprobiert, und manche haben sich als Fehler herausgestellt. Aber tatsächlich einfach dieser Willen zum Ausprobieren und einfach diese
dieser Blick, den er halt offenbar auch hatte für gesellschaftliche Situationen und was gerade notwendig ist, das fand ich wahnsinnig faszinierend. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich mir tatsächlich sehr gerne als Kommunistin noch abschauen würde und wo ich auch finde, dass wir da auch nochmal stärker reingehen sollten und nochmal stärker ausprobieren sollten selber. Ich glaube, die Alisa hat eines sehr Wichtiges gesagt, nämlich sozusagen diese Verankerung in den Massen, oder früher gesagt, der Begriff Massen gefällt mir nicht so, aber das haben wir auch früher gesagt, aber das macht die Menschen so zu Figuren einer Masse, aber sozusagen die tiefe Verwurzelung im Volk. Ja? Das haben ja die Sozialdemokraten hier gehabt, das haben die Kommunisten in Italien gehabt, sie haben es in Frankreich ein bisschen gehabt, in Spanien sicherlich auch. Ich glaube, man sollte das, glaube ich, auch nicht ganz vergessen, dass natürlich der Sonderweg der Kommunisten in Italien schon auch begonnen hat mit ihrer Gründung, weil sozusagen das ist die gesamte Sozialdemokratie de facto zur Kommentären gegangen, während es in anderen Ländern anders war. Ne? Und Togliatti hat das dann auch immer verteidigt. Und ja, Togliatti war ja auch eine seltsame Figur. Aber bei Berlinguer, da sehe ich schon, also ob man das jetzt mitte oder nicht, ja, aber das war schon eine wichtige Position, dass wir uns als Partei der gesellschaftlichen Breite öffnen müssen. Da gibt es auch wieder Parallelen zu dem hiesigen ehemaligen Hausherrn, nämlich er hat unabhängige Kandidaten reingeholt, er hat bekannte Persönlichkeiten, die für die europäische Integration waren, reingeholt. Er hat mit Bischöfen öffentlich Briefe gewechselt. Das waren damals die begehrtesten Parteizeitungen in den 70er Jahren, die meistverkauften. Also da glaube ich schon, dass da, also das ist schon eine deutliche Weiterentwicklung. Und auch das Ganze, man muss schon sagen, da hat er auch viel riskiert. Ja, das ist schon etwas anders, als wenn wir heute über, wie könnte ein demokratischer Sozialismus, Kommunismus aussehen, diskutiert. Er hat da, wie die Geschichte ja zeigt, sogar also auch sein Leben auf das Spiel gesetzt. Es hat Attentate und quasi alle wollten Attentate auf ihn. Ja, vor allem, das Entscheidende war der Unfall. Ja. Der Unfall in Sofia im Oktober 1973, der dann später, als die Archive geöffnet wurden und so weiter, also von italienischen Journalisten genau ausgeforscht wurden und jeder, der auch ein bisschen den KGB und sich damit auseinandersetzt und die Machenschaften, dann weiß man, woher, wenn also ein Lastwagen quer steht, also wie Beria es einmal gesagt hat, der ehemalige KGB-Chef, also Ezio Togliatti, also wir wissen schon, wenn in Moskau ein Unfall passiert, ja, ja. Warum das so ist. Ja, also das ist, und da finde ich, da fehlt mir auch ein bisschen die Aufarbeitung von der KPÖ oder auch von der Linken in Deutschland. Man ist damals auf der Seite derer gestanden, die ihn umbringen wollten. Ja, also das ist ein bisschen schwierig, dann natürlich das Erbe auch anzutreten. Das ist ein sehr schwieriger Prozess. Ja. Und dann muss man natürlich sehen, er hat ja auch gesagt, und da kommt dann Gramsci ins Spiel, also wir können allein, selbst wenn wir 51% gewinnen, können wir Italien nicht regieren. Ja. Also er hatte schon da das Konzept von Gramsci. Also mit der gesellschaftlichen Hegemonie, interessanterweise ist das auch immer in seinem Büro das einzige Foto gewesen, das gehängt ist. Es ist nicht Togliatti oder sonst wer, sondern Gramsci. Und auch das erinnert mich, also an die 70er Jahre, Kreisky war ja auch bewusst, dass man nicht nur 51% der Stimmen, sondern viele gesellschaftliche Reformprojekte, die damals realisiert wurden, hatten ja 60-70%. Und wir sehen das ja auch also in den Corona-Debatten, du brauchst ja, oder auch in der Transformation. Aber war er da eigentlich dann auch ein etwas zu vorsichtiger Mensch? Du sagst, er war mütig, war ohne Zweifel. Ja, das war ja aber auch in Italien umstritten. Nehmen wir nur dieses Beispiel, ich versuche es nur jetzt für unser Publikum auch, also wie die Auseinandersetzung um die Abtreibung war, wollte er die nicht führen. Er hat sich gedacht, das werden wir nicht gewinnen. Ja. Und aus dem spaltet es das Land. Und er war ein bisschen
feig. Ja. Und das war auch nicht so unendlich wie hier, weil der Kreisky hätte das auch nicht gemacht, wenn die Hirnberg ihm nicht zwungen hätte. Ja? Ja. Also hat man da manchmal aufgrund, und ich tue das jetzt nicht schlecht machen, nein, ja, aufgrund nicht. Der richtigen Beurteilung, dass man quasi die Politik immer unter konkreten Umständen macht, die man vernünftigerweise in Rechnung stellt, dann manchmal zu viel Vorsicht, die man walten lässt. Ja, die Abstimmung ist triumphal ausgegangen. Ja, Chiara Valentini hat ja auch gesprochen, also über die Grenzen. Mhm. Und es gab ja innerhalb der italienischen Öffentlichkeit und Linken ja da viele Diskussionen, und die ja das einerseits der KPI vorgeworfen haben, dass viel zu langsam der Prozess der Loslösung stattfindet. Er selber hat ja auch diesen Unfall, dieses Attentat, obwohl er es eindeutig von Anfang an so definiert hat im privaten Umgang, ja nicht öffentlich gemacht. Das wäre ja sofort der Abbruch der Beziehungen gewesen, und 1973 hätte das zu einer massiven Spaltung geführt, noch zu einer viel größeren Spaltung, als sie dann ja ohnehin sichtbar wurde in der Transformation der KPI 1991, wo zwei Drittel in die demokratische Linke gegangen sind und ein Drittel in etwa in die kommunistische, orthodox-kommunistische Refundationen. Ja? Also da hat er sicher auch viel taktiert. Ja, das war... ist ja auch nicht so falsch, einen Laden, wenn man zusammenhalten will, muss man halt... Das war sein Credo, möglichst alle auch mitzunehmen. Also es wäre sicher spannend geworden, wie Berlinguer dann auf die Ereignisse Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre reagiert hätte. Ja? Also das ist sicher, da gibt es schon auch Limitationen, das ist sicher richtig, ja. Ist eigentlich, wie würdest du das sagen, ist eigentlich ein Gescheiterter? Weil wir reden hier jetzt über eine Figur, die ein Gigant ist, und wir reden auch ein bisschen, als wäre er eine Heldenfigur, aber andererseits, er hat das, was er wollte, nicht geschafft, den Eintritt in die Regierung, damit auch vieles an Prägung des Landes, was möglich werden, nicht geschafft. Also das, was Generationsgenossen wie Olaf Palme und Kreisky geschafft haben, hat nicht mal das hat er geschafft, und da kann man ja auch über die Limitationen sprechen. Aber auch, er ist ja 84 dann gestorben, und dieses Projekt der Kommunistischen Partei als eine andere, auch Antisystempartei, die aber trotzdem keine sektiererische Partei ist, sondern eine Massenpartei, ist ja auch sehr schnell gestorben und hat eigentlich diese Partei ist zur demokratischen Partei geworden, die jetzt sozusagen sicher noch eine der entpolitisiertesten wahrscheinlich und fast verkommensten Parteien der demokratischen Mitte ist. Also das ist bei weitem nicht mehr das, was auch nur nahe dem, was immer war. Ist es denn eigentlich dann letztendlich ein Scheitern auch eines Mannes? Ich muss ehrlich sagen, ich angesichts dessen, wie viel er doch mit der Kommunistischen Partei Italiens erreicht hat und wie viel ich persönlich mir allein durchs Lesen des Buches mitnehmen kann, kann ich nicht sagen, er ist gescheitert. Ich würde schon sagen, das politische Projekt, das er angefangen hat, ist in Folge dann gescheitert, vorerst zumindest. Woran das liegt, Ich habe ein paar Thesen, eine davon ist, und ich glaube nicht, dass jemand was dafür kann, aber natürlich ist das Hauptproblem sowas wie der Verlust der Verankerung im Volk, die so tief war, dieser Partei, ist auch durch den gesellschaftlichen Wandel verloren gegangen, es ist bei den Sozialdemokraten verloren gegangen, aber es ist genauso bei den Kommunisten verloren gegangen. Das heißt, das hat relativ wenig mit Kommunismus und Sozialdemokratie offensichtlich zu tun, sondern mit dem Wandel einer Zeit, aber auch, dass man das Problem nicht gekannt hat rechtzeitig und das zugelassen hat und dann quasi zu einer akademischen Mittelschichts-Progressivpartei geworden ist? Ja, ich würde natürlich sagen, ist er einerseits gescheitert. Ja, also eben, er hat die KPI ist nicht in die Regierung eingetreten. Also auch die letzte von der DC geführte Minderheitsregierung, die er unterstützt hat, war die KPI zwar Teil der parlamentarischen Mehrheit, das ist eine Besonderheit
in Italien, dass man also Teil der parlamentarischen Mehrheit sein kann, aber nicht in der Regierung irgendwie Ämter hat. Das war schon ein enormer Schritt. Also es war zum Beispiel auch sein linker, innerhalb der Partei linker Gegenspieler Pietro Ingrao war dann also Abgeordneter, Präsident der Abgeordnetenkammer das erste Mal. Aber natürlich, dieses Projekt ist gescheitert, wobei ich glaube, dass das Buch sehr deutlich beschreibt, wie eng der Spielraum für Berlinguer war, innen außenpolitisch. Die Russen wollten es nicht, die Amerikaner wollten es nicht, innenpolitisch war die DC gespalten, ja, in einen Moro-Flügel und in einen anderen Flügel, das war 50-50. Es gab große es gibt in Italien eben ausgehend der Ende der 60er eine starke extreme Linke, die eben auch den Spielraum sehr eingeengt hat, dass der ja dann auch also ein terroristischer Teil geworden ist, die also dann eben Moro entführt haben, und damit war also ganz klar, dass das Projekt gescheitert ist, weil Moro wäre der Einzige gewesen, der das durchdrücken hätte können. Und Moro hat ja interessanterweise immer gesprochen, wir müssen eine dritte Phase machen, nämlich eine vollständige Demokratie. Mhm. Also der österreichische mit Südtiroler Wurzeln Journalist Lorenz Gallmetzer schreibt ja immer in Italien, es war eine amputierte Demokratie. Ja, es war kein Regierungswechsel, kein wirklicher Regierungswechsel. Und das wäre natürlich. Aber was schon, da würde ich schon sagen, er war immer ein Suchender und hat schon auch gerade in der letzten Phase, das finde ich, das ist etwas, was auch bleibt, wie könnte eine neue linksprogressive Bewegung ausschauen. Er war am Anfang sicher in der Abtreibungsfrage sehr zögerlich, aber er war dann am Ende zum Beispiel progressiver in der Frauenfrage als die KPI-Frauenorganisation. Er war bereit, also der unabhängigen autonomen Frauenbewegung eine bestimmte Anzahl von Listenplätzen auf der KPI-Wahlliste zu geben, das hat die eigene Frauenorganisation gekappt. Ja. Also er war in der internationalen Frage sehr aktiv. Also das finde ich, das ist sicher richtig, dass er da, also es gibt kein konkretes Projekt. Aber das würde ich noch gerne anfügen, was mir an ihm so fasziniert hat, er ist ein Linker, der auch nicht linke Menschen ansprechen konnte und einnehmen konnte für linke Inhalte und der auch bereit war, auf nicht linke Orte zu gehen. Und ob das Franziskanerpater sind, ob das Industrieverbände sind, also da. Und das war aber seine Person, ja, weil der damalige, sein Cousin zweiten Grades, der war bei seinem Tod Senatspräsident. Senat ist in Italien die zweite Kammer des römischen Parlaments. Francesco Cossiga, später Staatspräsident, vorher Innenminister in der Moro-Entführung und von Berlinguer hart kritisiert und hat immer gesagt, also mit Verwandten kann man gut essen gehen, aber nicht Politik machen. Und dieser Francesco Cossiga hat gesagt, Enrico Berlinguer war ein Kommunist und ein Demokrat. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, ja? Aber ich weiß nur, dass er es geschafft hat. Und ich glaube, er konnte halt viele dieser Widersprüche und Ambivalenzen auch von seiner Herkunft her, von seinem ganzen Fundus seiner Vita integrieren, wo andere dann sofort das auseinanderbrechen. Ja, und das war dann sicher auch durch die, also eine Folge, wie es sich dargestellt hat, dann eben in den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Aber einen Punkt, das wollte ich nochmal unterstreichen, der letzte, das war ihm schon klar, da hat er ja auch innerparteilich ganz große Kritik bekommen, und da würde ich auch wieder eine Parallele sehen in den Konfliktkreis Geandrosch, ja, die moralische Frage, ja, dieses nicht mehr klar einen moralischen Kompass haben, ja, dass das der Tod der Linken ist. Mhm. Alisa, wenn man das jetzt zusammenfasst, also was da so mehrmals gefallen ist, also einerseits, was wir jetzt am Schluss, dieses moralische, also dass man auf dieses Beispielhafte, ja,
Also man kann jetzt sozusagen für was eintreten und dann es öffentlich anders wirken. dieses Verankertsein im Volk, aber gleichzeitig auch ein breites, großes Zelt aufmachen für die ganze Diversität einer viel breiteren Gesellschaft. Ist es das, was ein Vorbild, wo wer da ein Vorbild noch immer ist? Ja, also das wollte ich auch noch dazu sagen, das fand ich tatsächlich auch sehr spannend, auch angesichts der Herausforderungen, die wir jetzt haben. Ich finde, man redet in der Linken immer dafür, wie kriegt man alle Linken zusammen, aber wenn wir uns das im Endeffekt vor Augen führen, das sind nicht so viele. Und vor allem geht es politisch ja nicht nur darum, einfach alle Menschen zusammenzuführen, die irgendwie derselben Meinung sind, sondern tatsächlich, was ist eigentlich die Vision der Gesellschaft, die man hat. Und in dem Sinne halt auch die moralische Frage, was heißt eine gerechte Gesellschaft und wie kommen wir dorthin? Und ich finde schon, dass er tatsächlich auch ein sehr schönes Beispiel ist dafür, dass er versucht hat, das in die Partei auch zu bringen und das in der Partei auch zu entwickeln. Wie erreichen wir Leute, die noch keine Vollblut-Kommunistinnen sind? Wie erreichen wir Katholikinnen, die vielleicht ähnliche Vorstellungen haben? Fand ich tatsächlich sehr spannend. Also ich finde, man kann dann im Endeffekt... Also ich habe selber, als ich angefangen habe, den Teil vom historischen Kompromiss zu lesen, war ich zuerst so, okay, also ein extremes Rücken nach rechts irgendwie, so in meinem Kopf, so als würde die KPÖ, wenn sie jetzt ins Parlament kommt, eine Koalition mit der ÖVP schließen, unvorstellbar. Aber wenn man sich das stärker durchdenkt und wenn man sich tatsächlich das durchdenkt angesichts der Situation, in der sich die KPI zu dem oder BGI zu dem Zeitpunkt befunden hat, macht das, finde ich, wieder Sinn, weil sie einfach an ihrem Limit angekommen sind. Erfolgreiche Partei, beste Wahlergebnisse. Berlinguer hat überall, wo er reingegangen ist, ob Regionalwahlen oder nationale Wahlen, überall Erfolge gefeiert, aber was folgt daraus? Wie kann man die Partei nochmal breiter in die Gesellschaft bringen? Wie kann man die Ideen der Partei nochmal breiter in die Gesellschaft bringen? Und das ist schon etwas, was ich mir sehr stark mitnehme aus dem Buch und aus einer Praxis ganz generell. Irgendwas wollte ich noch sagen, ich weiß nicht mehr. Ich wollte sowieso jetzt an dieser Stelle mal einen Schnitt machen, weil ich glaube, wir haben jetzt circa eine Stunde gesprochen. Ja, genau so ist es. Und darf mich an dieser Stelle von allen jenen Zusehern und Zuseherinnen und Zuhörern und Zuhörerinnen verabschieden, die uns an den verschiedensten digitalen Endgeräten hier verfolgt haben, also die das auf am Computer schauen oder die das auf Spotify nachhören. Danke, dass Sie an diesem Abend zumindest aus der Ferne teilgenommen haben. Auf Wiedersehen.